China hat am Donnerstagmorgen erstmals ein Raumschiff mit drei Astronauten zu seiner im Bau befindlichen Raumstation Tiangong geschickt. Der erste Teil der Raumstation war Anfang Mai vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ins All geschickt worden. Ende Mai folgte ein weiterer Frachtflug mit Material und Treibstoff. Mit Mond- und Mars-Missionen hat China in jüngster Zeit in der Raumfahrt massiv aufgeholt. Mit der ersten bemannten Mission zur neuen Raumstation will die Volksrepublik einen neuen Meilenstein setzen. Mehrere Weltraumspaziergänge sind während der Mission geplant. Um die Raumstation fertig zu bauen, werden noch zwei jeweils gut 20 Tonnen schwere Labormodule ins All gebracht. Im nächsten Jahr sind zusätzlich noch zwei weitere Frachtflüge sowie zwei bemannte Missionen geplant. 2022 soll die Raumstation fertig werden. Wenn die internationale Raumstation ISS in den nächsten Jahren wie geplant ihren Dienst einstellen wird, wäre China das einzige Land, das noch einen ständigen Außenposten im All betreibt.